mein Speer. Und ich erinnere mich, dass ich an diesem Tage oft gekämpft habe. Habe versucht, anzugreifen. Habe versucht, einen Stich zu machen. Aber anstatt einen Stich zu machen, wurde ich von meinem Gaul gestoßen und lag hilflos, wehrlos am Boden und wurde im Stich gelassen. Jedenfalls hatte ich das Gefühl. Wie ist es bei Gott? Dein Stecken und Stab, sie trösten mich, auch im Angesicht meiner Feinde. Stecken und Stab, Speer und Zepter in der Hand Jesu. Und so will er sich für mich einsetzen. So will er mit mir gehen, durch dick und durch dünn. Ich wünsche Ihnen an diesem Tagesende den Frieden, weil Sie wissen, dieser Heiland ist mit Ihnen und er ist für Sie. Ich lade Sie ein zu einem Gebet. Vater im Himmel, am Ende des Tages lege ich die Waffen nieder. Möchte nicht mehr kämpfen, sondern werde still und weiß, dass du für mich kämpfst und ich still sein werde. Danke, heiliger Gott. Amen. Gehen Sie im Frieden des Herrn in diese Nacht und ich wünsche Ihnen einen guten Schlaf. Erholen Sie sich gut. Auf Wiedersehen.